Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir sind hier immer noch in den Ruinen von Morita, von dem alten, vergessenen Land, wo der Architekt ursprünglich herkommt. Derjenige, der Alrest erschaffen hat. Und haben hier dabei den alten Titan Torna wiedergefunden, der damals im großen Aegiskrieg versunken ist. Allerdings, nun ja, seine verwesenden Überreste, muss man dazu sagen. Und Jean und uns interessiert brennend, was mit der alten Zivilisation ist, ob da vielleicht doch irgendetwas davon übrig geblieben ist. Begeben wir uns deshalb mal rein in den alten Titan. イーラのアルスの原だ。広告イーラでも限られたものしかここの存在は知らない。こんな場所があったのか。ここがアルスの原。これはブレイド。 でもアルスみたいな姿してますもん。はあ。アルスへの変態の過程で朽ちたブレイドたちだ。アルスはその体内でコアクリスタルを生成する。お前たちも一度くらいは見たことがあるはずだ。うん。 Also können Klingen zu Aus Klingen können Titanen entstehen. Stark. Verständlich, ist genau der gleiche Zyklus wie bei Klingen und ihre Kernkristalle. Verrückt. So, wie es aussieht, gibt's nicht mehr viel Lebendes zumindest hier drin. Ja, bleibst du von alten Klingen. Vielleicht ein paar von den Klingen, die das irgendwie doch überstanden haben. Das sind jetzt wahrscheinlich die Teile, die jetzt in der Gegend rumlaufen. Aber eigentlich großartige Probleme haben wir gegen die nicht. Wir sind ja eigentlich mit unendlich Klingen gerade ausgestattet. Also das ist also das Geheimnis hinter den Klingen. Wenn sie im Kampf besiegt werden zusammen mit ihrem Meister, fallen sie wieder zurück in den Kernkristall. Allerdings gibt es auch Klingen, die aus einem Titan geboren werden und die wiederum selber zu Titanen werden können. Und haben so damals quasi das Überleben der menschlichen Rasse ermöglicht. いいね。
Oh, Jin jetzt aber schnell. Ah, wenn dann bin ich doch zu viele Gegner für uns. Mhm. Ja, wir sollten doch mal versuchen, ein paar Gegner zu vermeiden. Also wir sind zu zweit unterwegs, das muss ich mir jedes Mal vor Augen führen. Und zwar haben wir jetzt eine mächtige Verwandlung für unsere Aegis. Allerdings sollten wir damit trotzdem uns nicht überschätzen. Jin wäre nice, wenn du das gerade machen könntest, den Trick. Aber dazu kommt es wohl nicht mehr. Ah, jetzt. Das ist wahrscheinlich Instant Kill, was der Jin da einsetzt. Jedenfalls sehr geil, sehr interessant. Aber jetzt müssen wir anscheinend hoch. Ist einfach nur eine Brutstätte hier für die Teile. Aber ein Haufen von diesen Kapseln sind hier aufgebrochen. Und natürlich laufen auch viele von den Viechern rum. Ich würde eins und eins zusammenzählen und mal behaupten, dass die jetzt mehr oder weniger ehemals Klingen sind. Diese Teile. Würde ich jetzt mal vermuten. Und dann sind das so eine Art Zombies. Und dann sieht das dann ist das groteske Aussehen nicht mehr ganz so grotesk. Und da taucht natürlich nochmal eine kleine Bedrohung auf für uns. Ah, ich mag das nicht. Sind so eng die Gegenden zum Kämpfen. Also ich find ja echt gut, dass sie das so ein bisschen die Architektur von den Gegenden hier immer schön dadurch abbilden. Dass man da, wo man auch rumlaufen kann, auch kämpfen kann, aber Gegen die sind ungeeignet zum Kämpfen. Vor allen Dingen kannst du dabei keine richtigen Fähigkeiten aufbauen, kann gar nichts. Also Jin macht diesen One-Hit-Kill-Move, dann geht das sogar einigermaßen. Oh, der Angriff. Kannst auch so wenig dagegen machen, das ist einfach das. Und dann haben sie halt auch diese fiese Angewohnheit, sich zu regenerieren. Sehr schön. Doch noch geschafft. Ah, müssen wir hier weiter. Anscheinend müssen wir noch eine Etage höher. Ah, da gibt's was. Allerdings gibt's da vorne auch was. Das ist unser eigenes Ziel, wie es aussieht. Aber ich gehe mal hier hoch.
Und da oben kann man auch runterspringen, wie es aussieht, ja. Na, aber da halten wir uns mal lieber vorne fern davon. Oh, was ist das für ein komisches Ding? Ein Roboter! Oh nein, der sagt jetzt den anderen Bescheid. Oh nein, das ist eines von solchen, so eine Art Viecher. Lieber die ganzen Roboter erstmal machen. Ah, das ist so unfair. Wir haben halt keinen Heiler, wir haben gar nichts gerade. Und Jin macht das hier mal gerade eben solo. Von wegen, Jin ist nicht in der Fähigkeit all seiner Kräfte, hallo? Der rasiert hier solo gerade. Der Typ ist OP? Der Typ ist OP? Ah, läuft. Eigentlich sollte ich den Gegner nicht unbedingt zu mir führen, aber mit so kompetenter Hilfe habe ich fast recht wieder relativ wenig Schiss, dass da was passiert. Eigentlich sollte ich nicht wegwechseln, wenn ich Pira habe beziehungsweise Mifra. Glaub mal schön die anderen her. Die kann ich jetzt relativ gut gemeinsam bekämpfen. Wir dürfen die nicht unterschätzen, aber andererseits sollten wir uns selbst auch nicht unterschätzen. Allerdings ist wenig Zeit. Ah, sehr schön. Gut gemeistert die Situation an der Ecke. Der will von uns nichts mehr wissen. Der hat es gesehen. Seine Kumpels sind jetzt alle tot. Da will er von uns nichts mehr haben. Da sagt sich, nope, 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 not having that shit, nope, 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 nope. So, kommen wir da hoch. Treppe, der Weg ist auf jeden Fall eingestürzt. Können wir jetzt nicht versuchen, ob es da drüben eine Art Leiter gibt oder sowas. Und man sieht und staune, es gibt keine Leiter. Dann muss man tatsächlich von da oben und dann hier rüber und runter springen. Sieht so aus, ja. Also, dann machen wir das. Bin eigentlich gespannt, was wir so alles hier auf dem Torna-Titan alles finden werden. Vor allen Dingen wird das jetzt, denke ich mal, eine starke Episode, die hauptsächlich um Jin gehen wird. Ich habe nicht das größte Bedürfnis, jetzt die Viecher zu bekämpfen.
Also vermeide ich die. Alles klar, geschafft. Gut, geh mal rein. Was gibt's denn da drinnen? Das sieht ja interessant aus. Der Kreislauf des Lebens. これが神が定めた世界の言葉りだ。そして皇国イーラの信仰の対象。皇国イーラはアルスの偉大さを恐れ敬い、そこから新たに生まれ出るブレイドと人間との共存を目指した国だった。だが人間はそれを望まなかった。メツとの戦いに終止符が打たれ、 お前がアデルと共にイーラを去ったすぐ後のことだ。あの男はマルベイには俺たちを。あの人が何をしたの？真にこの国を滅亡させたのは天の聖杯ではない、アーケディアだ。 Ich habe schon das richtig abgeschätzt damals, dass ich dem nicht so ganz über den Weg traue, dem Prätor. Ach du Kacke. Krieg ist scheiße. Die Soldaten, die ich da gesehen habe, waren auch solche, gehörten auch zu der Garde von Indol. あなたは再び眠りにつくだけ。時が経てば、また別の誰かがあなたを。人間はね、誰かに忘れられることの方がずっと辛いの。だから自分の存在を残そうとあがき、 次に目覚めた時、あなたは私のことを忘れてるんだよね。し、あなたに忘れられるのが、絆が消えるのが寂しいよ。 忘れない。忘れるはずがない。俺は君を分かっていたけど、いざその時が来るとダメだね。困らせてごめんね。 あるんだ。たった一つだけ、君と俺が生きる方法が。
私たちが去った後に、そんなことが。天の聖杯の力を恐れたまるべえには、滅なき後、イーラの残党軍もろとも、その存在を抹殺しようとした。しかし、すでにお前の姿はなく、残された俺たちは、無残にも散っていった。 人々は同じことをしただろう。神に選ばれ、やがてはアルストなり、世界そのものとなる俺たちを恐れたんだ。だからあなたたちを襲撃した。世界の救済、違う。奴が楽園を目指す本当の理由。奴の目的は神の力を手に入れ。 Hätten wir uns da eigentlich auch schon denken können. それがレックスと共に天の聖杯を庇護した理由か。だとしても、そうだったとしても、それはあんたたちがやってきたことと同じだ。 人間も世界も滅ぼして神を消滅させるって言ったよな。その通りだ。本当にそうなのか。何？俺にはそれがあんたの本当の目的とは思えないんだ。なぜそう言える？現に俺たちはあんたと戦って気づいたんだ。あんたの目は 悲しすぎるよ。あれは自分が消えたくて消えたくてしょうがない人の目だ。まるで初めて会った時のホムラみたいだった。面白いことを言うな。お前がどう思おうと勝手だ。 俺たちは目的を遂行する。俺たちをこのような存在に作り上げた神と、その加護を受けたお前たち人間を消し去るだけだ。俺たちは人を生かすための道具じゃない。なら俺のやることも決まってる。 Okay, ziemlich krasses Viech. Mal das mal platt machen. Hoppala. Mm-hmm.
Okay. Das Vieh ist ganz schön stabil. Oh, nice. Sogar ganz gut geschlagen eigentlich gegen das Viech. Unsere Kumpels haben uns wieder gefunden. Yay, Gruppe ist wieder da. Oh yeah, jetzt kann's losgehen. Kinder, Kinder, freu, freu. Sehr schön. Let's go. Na, Stufe 4 Angriff gibt's allerdings bei der verbesserten Kira nicht. Aber auch kein Problem sein. Kriegen wir auch so hin, meine besten Leute. So. Frage ist nur, wie machen wir das am geschicktesten? Oh, eins ist schon mal weg. Ich glaube, das dürfte das Ende sein für das Viech. Alter, der Schaden. Nice, was für ein Schaden wir produziert haben am Ende. Nein!
Also ich würde es mal sagen, bei uns läuft das ziemlich gut. Ich schätze, wir haben das überlebt. Aufpassen, das Ding liegt noch da. Mach's kaputt. Hm, vielleicht ist es doch kaputt. Eine Art Personalausweis gefunden oder sowas. Ja. Nandemo nai da. Was hat er da genau gefunden? <笑>雲海面から空に伸びてる部分よりは短いんだ。あのくらい、なんとかなるさ。相変わらず前向きなやつだな。レックス、敬意は理解したが、あの者、やはり感化することはできないな。ネレフ。せやろな。 許しを乞いとは言わん。だが、ここを抜けた後は連行させてもらう。それが我が君と民への忠義、従えぬというのならば、いいな、カグツチ。はい、メレフ。またモンスターか。 Ah, diesmal ist es das Schiff von den anderen Tornen. Yep, habe ich schon gedacht. Passt zu gut zusammen. なんで芯を見つけたってのさあ、まあ、手間が省けていいじゃない。ここらで一網打尽にして。なんでです？あ、わかりました。何？芯？ああ、手は出すなって。 なんでさ、今が絶好の機会じゃないか。手を出すなと言っている。ほう、ジンサワ。どこにあんな力を隠し持ってたんや。何があったかは知らねえが、まあいいじゃねえか。メツ。 たまには水鏡なことも必要だぜ。なあ、サータ。確かに悪くないね。ああいう芯は初めて見る。芯を回収しろ。完了後、世界樹を登るぞ。了解です。ふん。カグツチ。 Den beschäftigt immer noch das eine Ding. なんで話してくれなかった？あれは滅とは違う。知ればお前のことじゃ。情が湧くと思ってな。実際のとこどうなんじゃ。真も滅も倒さねばならん相手じゃ。行く盾がどうあれな。それは
穂村と光が背負った宿命でもある。だから黙っとった。穂村と光の宿命。あの子はお前のために命を背負った。お前はあの子のために何を背負える？揺らぐことなく生きられるのか？それなら決まっている。もう大丈夫さ。俺も穂村と光も。 Ganz schön weit gekommen seit damals. Da. Alter Knacker. Bam, voll. Da hat er willkommen. So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss. Trifft sich jetzt gerade ganz gut, weil wir müssen sowieso jetzt erstmal ein bisschen erkunden gehen, glaube ich mal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Xenoblade Chronicles 2. Jetzt haben wir so ein bisschen was über Torna erfahren, auch über den Titanen-Torna. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man vielleicht ein bisschen mehr von dem Titan noch sieht, also abgesehen von dem, was wir noch entdeckt haben, dieser riesige Raum. Aber gut, das können wir ja vielleicht auch noch im nächsten Part machen. Ich überlege sogar, ob wir da tatsächlich nochmal kurz reingehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.